Hallo und willkommen zu einem neuen Guide von The Lost Ark. Und zwar zeige ich euch heute einmal, wie man das Geisterschiff Albans Wunde freischalten kann. Albans Wunde ist ein recht großes Schiff. Es hat auch relativ viele, ja, ich sag mal, HP-Points. Und es ist sehr gut in Meer der Toten und in den Kältewellenmeeren. Das hat relativ hohe Resistenzen. Kältewellenmeeren an sich gar nicht mal so viel, aber mit der Crew kommt ein bisschen was dazu. Ich sag mal, die Meisterleistung ist vor allem im Meer der Toten und es sieht natürlich grandios aus. Also fast zu schade, dass man Skin noch drüber anwenden würde. Was müssen wir tun, um es freizuschalten? Wir müssen des Öfteren eine Quest von Una machen, also die Daily Quests. Und zwar handelt es sich dabei um die Quest Trostloser Nachtnebel. Die ist erhältlich, sobald ihr mit Roendel die Story-Quest für Gearscore 460. Wenn ihr da einmal komplett durch seid und das letzte abgeschlossen habt, auch dementsprechend die Chaos-Dungeons machen könnt, dann kriegt ihr die Unas-Quest freigeschaltet. Wie gesagt, heißt Trostloser Nachtnebel. Die müsst ihr auf jeden Fall einmal annehmen. Und dann müssen wir noch das Geisterschiff, ja, den Kapitän besser gesagt vom Geisterschiff, töten. Das Geisterschiff ist ein Event, was in regelmäßigen Abständen ist, ist allerdings nur an jedem zweiten Tag zurzeit verfügbar. Ihr könnt hier oben auf der Minimap auf den Kompass klicken und dann seht ihr die Events, die wir können. Und wenn da drin steht, dass es verfügbar wäre hier, dann ja, könnt ihr einmal euch aufmachen. Denn wenn es an diesem Tag da ist, ne, 17.03. ist nämlich am heutigen Tag, dann sind die drei Geisterschiff-Varianten zu jeder vollen Stunde sind die dann verfügbar. Ihr könnt natürlich auch hier oben in diesen Warnungen schauen, ne, wenn man hier ein bisschen runterblättert, da sieht man auch zu jeder vollen Stunde. Ich habe es jetzt so in dem Moment schon gemacht gehabt, aber hier haben wir dann auch die Möglichkeiten, an allen drei oder eins der drei Varianten teilzunehmen. Der Kompass, der zeigt uns nicht immer die Position an oder ich glaube sogar gar nicht, aber wie gesagt, die Geisterschiffe haben feste Positionen. Die häufigste Frage ist nämlich auch, wo finde ich diese Geisterschiffe? Wie gesagt, da wir ja in Roendel die Questline fertig machen müssen, um halt die Daily Quest dafür zu bekommen. Wir haben an der Küste von Roendel, also wenn man einmal nach rechts geht, da haben wir nämlich auch einmal die Meer der Toten, also diese Geistermeere sozusagen. Und hier ist ein, ich sag mal, ausgegrautes Schiff und das ist nämlich das Albtraumgeisterschiff. Das ist für den Gearscore 460, also da müsst ihr hin, wenn ihr knapp über 460 seid und nur das machen könnt. Wenn ihr 960 oder mehr erreicht habt, dann könnt ihr hoch nach Phaeton. Da ist es sogar, man sieht es gerade sogar auch in der Karte, wo die Positionen sind. Ich glaube, das ist mal ein bisschen buggy, man sieht es hier nicht immer. Bei Phaeton, direkt an der Küste, wäre dann die 960er-Version, die dann hier auftauchen kann. Und an der Küste von Punica, bisschen nach ja, Südosten runter, da haben wir hier ebenfalls ein Sturmgeisterschiff. Das ist diesmal in Sturmmeeren, also nicht in Geistermeeren. Das heißt, ihr müsst die Resistenzen am besten mitbringen oder ihr müsst halt gucken, dass ihr so davor wartet, dass ihr schnell reinfahrt, dass euer Schiff nicht zerstört wird. Und das ist das High-End-Geisterschiff sozusagen für 1370er Gearscore. Für die Quest spielt es aber keine Rolle, welches ihr macht. Allerdings, da ihr nur den Loot einmal die Woche bekommt und der Loot auch relativ mächtig ist, solltet ihr natürlich das höchstmögliche Geisterschiff machen, damit euch ja kein wertvolles Upgrade-Material oder so abhanden kommt. Ich nehme in meinem Fall jetzt das Geisterschiff hier bei Phaeton. Das ist das 960er Schiff. Denn das höhere kann ich noch nicht machen. Also sprich, ich fahre vom Hafen von Phaeton los. Klicke mal hier ins Gebiet rein. Die Spawnpunkte sind da immer fix. Ne? Bei Phaeton, das hier ist ein bisschen ausgegraut. Das ist 960, das wäre hier. Und dann fahren wir einmal hier bis vom Rand der Schattenmeere. Denn das sind Stufe 4 Meer der Toten. Auch unser Schiff, obwohl es ein Geisterschiff ist, ist noch sehr anfällig, weil es noch nicht hoch genug abgegradet ist. Später mit höheren Upgrades der Schiffe ist auch das leichter. Wir kriegen relativ viel Schaden hier drin. Ganz wichtig ist übrigens, wenn wir die Quest haben, wir müssen einmal F5 drücken, damit wir die uns anhören. Denn erst dann haben wir sozusagen die Killquest, dass wir denjenigen töten müssen. So, dann warten wir hier bis kurz vorm Erscheinen. Auch ich habe sogar ein bisschen lange gewartet. Und dann brettern wir einmal los, denn wir kriegen halt Schaden in den gefährlichen Meeren und das ist natürlich dann nicht so toll für die Schiffshülle, die geht dann schnell runter. Macht sich gerade wie ich, also fahrt nicht zur vollen Stunde los, sondern wartet halt so noch 30 Sekunden vor dem Erscheinen und fahrt dann los. Müsst ihr nicht so extrem genau timen. Ich hoffe, ich finde noch eine gute Gruppe. Zur Gruppe ist es natürlich hilfreich, wenn ihr einfach im Chat und schreibt, man sieht es ja schon teilweise, dass viele Looking for Group schreiben. Müsst ihr nicht unbedingt machen. Ich schalte auch den Chat mal eben kurz aus. Und zwar ist das halt dafür natürlich hilfreich, dass ihr einiges an Support habt.
Na, wenn ihr entsprechende Paladine oder Bade dabei habt, dann macht es ein bisschen leichter, das Ganze. So, jetzt sind wir hier. Und da klicken wir einfach aufs Geisterschiff drauf. Man sieht es gerade ein bisschen schlecht, weil gerade der Proc von den Geistern wieder erschienen ist. Auf dem Schiff angekommen, merkt ihr schon, ihr habt den Debuff. Ihr könnt euch nur langsamer bewegen und auch eure Angriffsgeschwindigkeit ist reduziert. Das macht das Ganze nicht leichter, denn das Geisterschiff ist schon eine, ja, ich sag mal, ein bisschen schwierige Aktion. Wir werden hier erstmal ein paar kleine Gegner besiegen müssen, bis wir hier der eigentliche Boss auftaucht. Der ist schon ein bisschen knifflig, denn seine Angriffe sind ziemlich tödlich, muss man sagen. Und gewöhnt euch eins an, und zwar, da ihr eh nur langsam euch bewegen könnt, hebt eure Ausweichrolle oder auch andere Bewegungsfähigkeiten, die eure Klasse hat, auf, damit ihr in solchen Fällen wie jetzt sie nutzen könnt. Ansonsten kriegt ihr ziemlich viel Schaden. Und in gewissen Weisen oder gewissen Phasen ist das auch ziemlich tödlicher Schaden. Also hinterher so bei 4 HP-Balken, die er noch hat, ist das sogar, ja, One-Hit. Ich bin mal gespannt, ich habe jetzt schon T3 an, ob ich vielleicht genug habe, dass ich es überlebe, dann kann ich euch davon berichten. Aber mit T2, selbst wo das relativ weit oben war, dann gab es immer ein Problem, dass ich natürlich dann direkt ein One-Hit war. Da gibt es eine gewisse Mechanik, schauen wir uns dann aber auch gleich noch an. Der Boss ist übrigens Stagger auch empfindlich, also man kann ihn staggern und dann könnt ihr in Ruhe zielen. Und umso weniger HP er hat, umso mehr verschiedene Sachen macht er. Man sollte ein bisschen ausweichen, sonst ist man halt stark gehandicapt. Wie schon eben erwähnt, spart euch dafür die Rolle auf. Und solltet ihr wie hier, das war natürlich absolute Absicht, sterben, macht niemals einen Fehler und geht auf Verlassen, denn es ist gut möglich, dass das Geisterschiff nämlich nicht nochmal anklickbar ist. Ich habe es jetzt nicht extra ausprobiert, aber letztes Mal war es auf jeden Fall weg. Das heißt, ihr braucht halt auf jeden Fall diesen Phönixflaum, damit ihr hier aufstehen könnt. Ansonsten, ja, könnt ihr Tschüss zum Versuch sagen und in der nächsten Stunde wieder vorbeischauen, wenn das nächste Geisterschiff da ist, weil dann kommt ihr nicht nochmal drauf. So, ich spiele das Ganze mal ein bisschen runter, bis auf 4 Balken, denn dann ändert sich noch ein bisschen was. So, wir haben ihn weit genug unten. Und hier kann halt Folgendes passieren. Da müssen wir einmal nämlich schauen, weil ab, sobald er auf 4 Balken ist, hier oben zu sehen oder sogar auf 3, dann geht er nämlich in regelmäßigen Abständen einmal zur Mitte. Ich sag mal, haut so komisch auf den Boden. Und dann müssen wir einen kleinen Move machen sozusagen. So, hier kommt das nämlich, denn da kommen so 3 Strahlen und er dreht sich damit und die dürfen wir auf keinen Fall berühren. Wir dürfen weder reinlaufen noch den Hintern berühren. Wir sind auf der Stelle tot, wenn wir das machen. Wir sollten auch komplett nicht kämpfen, sondern hier schön im Uhrzeigersinn in dem Fall. Bisher hat er sich auch immer so gedreht. Laufen. Und jetzt kommen gleich noch so verschiedene AOEs. Da sind wir am Anfang in der Mitte sicher und beim letzten müssen wir einmal aus der Mitte raus. Bisher ist es immer so gleich gewesen. Das sollten wir nicht vergeigen. Sollte es doch passieren, dass wir sterben, dann bleibt so lange liegen, bis halt genau diese Aktion, die ihr gerade gesehen habt, einmal komplett vorbei ist. Weil ansonsten werdet ihr aufstehen und direkt wieder vom nächsten One-Shot sozusagen getötet werden. Und ich meine, er heilt sich nämlich auch hoch für jeden, den er tötet. Zumindest habe ich das schon mal gesehen gehabt. Er hat sich immer wieder hochgeheilt und wir konnten den vom Enrage-Timer nicht, zu Fall bringen. Hier funktioniert er gerade ziemlich gut. Ich glaube, er skaliert auch so ein bisschen mit den Spielern, die da sind. Und dementsprechend ist es gerade so ein bisschen leichter und auch ein bisschen kürzerer Kampf als gewohnt. Was ich auch noch nicht erwähnt habe, unten die, ja, ich sag mal, die anderen Kampfgegenstände, die sind deaktiviert. Die könnt ihr wohl nicht nutzen, aber ihr könnt euer F1-Trank benutzen. So, und wenn er besiegt worden ist, dann kriegt er natürlich einmal die Woche schön lecker Loot. In dem Fall ist es nur T2-Material, könnte man aber auch handeln, also auch auf seine Zweitchance geben. Leider das Odem nicht. Wir kriegen Gravuranleitungen. Und das Wichtigste für unseren Fall natürlich, dass wir die Quest abgeschlossen haben. Na? Die können wir jetzt hier einmal abschließen, auch nicht vergessen. Und dann sind wir einen Schritt weiter. Zum Verlassen müssen wir übrigens das Lied der Flucht spielen und dann sitzen wir gleich wieder im Boot. So, und wenn ihr nun die Quest abgeschlossen habt, könnt ihr einmal bei Unas Aufgaben auf den Rufstatus oben in den Reitern klicken. Ne? Ihr habt hier die täglichen Quests, oben da ist der Rufstatus. Denn für die täglichen Quests, jedes Mal, wenn wir eine machen, bekommen wir hier durch das Herzchen 10 Punkte Ruf. Und ja, das gilt dann sozusagen für jede Quest. Gibt es eigentlich in der Regel fast schon jedes Mal eine neue
ich sag mal, Fraktion oder Aufgabenbereich, wo wir was bekommen können. Und in unserem Fall ist es das Geisterschiff Albans Wunde. Ihr könnt auch oben einfach nur Geisterschiff eingeben, dann kriegt ihr es vorgeschlagen. Wenn ihr nicht durch die Seiten durchschauen wollt, weil es gibt einige Sachen sozusagen, die man durch Ruf bekommen kann. Hier seht ihr bei mir schon, ich habe die letzte Stufe abgeschlossen. Ich habe ja das Schiff schon. Aber wenn ihr jetzt hier auf die Lupe klicken würdet, wenn wir mal nach links gehen, dann haben wir nämlich die verschiedenen Rufstufen. Denn das ist unsere Quest, die wir ja immer versuchen zu machen. Und die müssen wir 12-mal abschließen. Ich habe es einmal jetzt mehr gemacht für das Video. Aber nach 12-mal kriegen wir nämlich das Schiff. Es fängt nämlich an auf Rufstufe 1. Da machen wir dann 3 Tage lang, wie gesagt, 10 Ruf pro Tag, pro Abschließen der Quest. Wobei, Tag ist so nicht richtig, komme ich aber gleich noch zu. Sobald wir dann die 3 Male gemacht haben, in dem Fall, kriegen wir 7000 Piratenmünzen. Dann in der Stufe 2 müssen wir es 4 Tage oder 4-mal machen, kriegen wir 10.000 Piratenmünzen. Und in der letzten Stufe müssen wir es noch 5-mal machen. Und dann sind wir bei 12.000 Piratenmünzen, die wir nochmal bekommen, extra. Und das Geisterschiff Albans Wunde. Dieses Item, das man dann bekommt, muss man dann anwenden. Da kriegt man eine Quest freigeschaltet. Die geht relativ schnell, ist so eine ganz kleine Mini-Story. Ich glaube, ein bisschen angelehnt an Fluch der Karibik. So, und danach steht auch schon das Schiff bei euch ja in der Flotte bereit. So, was ich aber sagte mit Tagen, ja, das bezieht sich natürlich, weil es eine tägliche Quest ist. Also ihr könnt jeden Tag theoretisch diese Quest machen. Aber wie schon eben gesagt, das Geisterschiff ist zum einen nur alle 2 Tage da. Zum anderen ist es eine Kader-Quest. Ja, das heißt, ich habe es jetzt hier auch in meinem Fall, auch wenn ich oben das mal aufklappe, habt ihr schon vorhin, glaube ich, mal kurz gesehen, es ist hier schon abgeschlossen. Ja, es ist hier schon grau und das resettet sich erst mit dem Wochenreset. Man kann zwar das Geisterschiff auch betreten, wenn man das schon gemacht hat, man würde dann kein Loot bekommen. Leider ist es aber auch so, ich habe es zumindest ein einziges Mal getestet und wenn das nicht gerade buggy war, dann funktioniert es einfach nicht. Ich habe auch schon mal im Internet nachgeschaut, konnte da bezüglich nichts finden. Wenn ihr was wisst, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Zumindest habe ich es auch heute nochmal extra versucht, mit dem Twink es nochmal zu machen, um die Daily vielleicht auch nochmal abzuschließen, aber sie wurde zumindest nicht angerechnet beim Schiff. Ich nehme an, weil ich halt schon für einen Loot nicht mehr qualifiziert bin, funktioniert es nicht. Und da ist natürlich ein Problem, wir müssten also theoretisch das Ganze 12 Wochen lang machen. Und das dauert dann schon ein bisschen länger, bis wir das Schiff haben. Aber hier gibt es einen kleinen Trick und den möchte ich euch natürlich einmal zeigen. Und zwar müssen wir dafür in den Shop von Lost Ark rein und einmal hier oben auf den Reiter Funktion. Denn dort bekommen wir Unas Aufgaben, Sofortabschlusspässe. 250 Kristalle kosten die im 10er-Paket oder eben 1100 mit ein bisschen Rabatt, da kriegen wir direkt ganze 50 Stück. Ihr müsst natürlich hier nicht im Shop kaufen. Man muss überdenken, die Kristalle können natürlich gegen Gold umtauschen. Je nach Goldwert, der ist auch immer wieder sich am Ändern, kostet es unterschiedlich viel. Könnt ihr ja gucken, ob ihr das machen wollt. Alternativ gab es zum Beispiel auch schon im letzten Monat für die Login-Belohnung irgendwann, ich glaube, 5 von diesen Sofortabschlusspässen. Außerdem gibt es ja zurzeit dieses Arcadia Race oder Rennen, was auch einmal die Stunde ist. So als Spezialevent ist aber nur befristet auf 1 Monat. Also wenn ihr das Video später guckt, kann es sein, dass es vielleicht ein anderer Event aktiv ist. Da könnt ihr auch pro Woche ein geringes Maß an diesen Dingern abholen. Vielleicht findet ihr es noch in anderen Behältern im Spiel, irgendwie durch besondere Events. Also schmeißt die nicht weg, hebt ihr dafür auf. Die sind dafür sehr nützlich. Und wenn ihr halt wollt, kauft euch vielleicht das 10er-Paket. Theoretisch würde es dann schon reichen. Denn dann könnt ihr das Schiff in der Woche 1 und 2 sozusagen machen und in den Zwischentagen könnt ihr dann diese Passe benutzen. Wie funktioniert jetzt dieser Pass? Ihr müsst eine Quest mindestens ein einziges Mal gemacht haben, also ihr müsst das Geisterschiff in dem Fall einmal besiegt haben und die Quest damit auch abgeschlossen haben, weil dann könnt ihr am nächsten Tag, also wirklich direkt am nächsten Tag, könnt ihr einmal annehmen und dann steuert ihr jetzt abschließen. Und wenn ihr da drauf drückt, werdet ihr nochmal gefragt, ob ihr so einen Sofortabschlusspass benutzen wollt. Bestätigen wir mit Ja. Und das war's schon. Ne? Quest ist direkt abgeschlossen. Ja, pay to win, mehr oder weniger. Wie gesagt, ihr könnt den Pass auch, wie gesagt, für ein kleines Gold-Obelus sozusagen euch sozusagen umtauschen, indem ihr die Kristalle dafür holt oder indem ihr vielleicht Glück habt und durch irgendeine Login-Belohnung das bekommt. Hebt euch auf jeden Fall für solche Quests wie das Geisterschiff die Dinger auf und benutzt es nicht für so Sachen, wo ihr einfach nur gerade keine Zeit oder keine Lust habt. Denn es gibt hinterher viele Sachen. Und vor allem das Geisterschiff ist vor allem eine Sache, die man niemals so schnell machen könnte. Weil so könnt ihr, wenn ihr dann, ja, eigentlich braucht ihr noch 11 Stück, ne? Ihr macht es einmal selber, dann müsst ihr noch 11 Mal abschließen. Ihr müsst jetzt einfach nur jeden Tag einloggen und das machen, was ich gerade gemacht habe, einfach sofort abschließen. Und theoretisch habt ihr es dann am 12. Tag und ihr könnt damit über die Weltmeere hier puckern, ne? Und Spaß damit haben.
So, das war es auch schon von dem Guide. Das Schiff selber ist vor allem hübsch anzuschauen, hat sehr viel HP, ist sehr resistent gegen Geistermeere. Aber ich wurde auch schon mal gefragt, was ist das beste Schiff? Das wird wahrscheinlich die Astray sein. Ich habe es da leider noch nicht. Aber das ist auch viel Arbeit, das zu machen. Guide, sobald ich sie habe, werde ich dann auch natürlich für euch noch machen. Ich denke mal, jedes Schiff, es ist falsch zu sagen, welches Schiff das beste ist. Ich meine, jedes Schiff hat seine Vor- und Nachteile, seine eigenen Stärken. Durch die eigene Crew, die jedes Schiff nochmal irgendwie hat, kommt nochmal separate Stärken nochmal dazu. Muss man selber gucken, weil man segelt ja nicht überall in allen Gefahrengewässern gleichzeitig rum. Klar, es ist aufwertig oder aufwendig, ein Schiff aufzuwerten, aber ja, lasst euch da nicht so sehr nach einer Art Metaprinzip verführen. Nehmt einfach das Schiff, was euch vielleicht optisch auch noch am besten gefällt. Ich finde, das Geisterschiff sieht nämlich schon ziemlich cool aus und ja, tut das dann upgraden und habt einfach Spaß damit. Bisher hatte ich noch keine große Challenge gehabt, wo ich wirklich sagte, ja, ich mal ein besseres Geschäft gehabt, wäre es besser gewesen. Es gibt gleich kleine Sachen, aber bisher ist es, glaube ich, noch nicht so spielentscheidend gewesen. Habt einfach Spaß und sucht euch das Schiff aus, was euch optisch am besten gefällt. Damit ist dieser Guide zu Ende. Wie immer würde ich mich über ein Like und ein Abo natürlich sehr freuen, wenn noch nicht vorhanden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal wieder. Also, bis dann.